Mit It Takes Two bringen die Hazelight Studios nach 3 Jahren nicht nur ihr drittes Spiel, sondern auch ihr zweites Splitscreen-Koop-Game und zementiert den Eindruck, den bereits A Way Out gemacht hat. May und Cody sind am Ende ihrer Ehe angekommen. May ist durch ihre Arbeit nie zu Hause, Cody würdigt ihren Einsatz für die Familie nicht. Der resultierende Streit bringt die Scheidung auf den Tisch. Leidtragend ist dabei Tochter Rose, die sich unter Tränen wünscht, ihre Eltern würden wieder Freunde werden. Dabei sollte ihr Wunsch auf wundersamste Weise in Erfüllung gehen. It Takes Two scheut sich nicht, direkt von der ersten Sekunde an seine Trümpfe auszuspielen. Wunderschöne bis atemberaubende Setpieces, gepaart mit ausgefuchsten und witzigen Fähigkeiten, zieren die Reise des streitenden Pärchens. Überraschenderweise findet sich ein sehr gelungener Mix aus Humor und verbitterter Scheidungsrealität im Spiel wieder, ohne das Thema auf irgendeine Art und Weise zu karikieren. Über die bummeligen 12 Stunden wird das Spiel nie schwach, macht immer Spaß und übermittelt eine Botschaft der besonders liebenswürdigen Art.